Hallo, hallo, hier ist wieder Schoki Banuki mit einer wunderbaren Sendung. Heute mit einem super, super, super geilen Gast, mit Mirko Drotschmann. Mirko Drotschmann, wer ihn nicht kennen sollte unter diesem Namen, kennt ihn unter? Mr. Wissen to go. Danke, Christian. Sehr schön. Ja, sehr schön. Wir haben hier schon was vorbereitet. Wir haben hier, heute spielen wir Schoki Banuki versus Mr. Wissen to go. Richtig, ganz genau. Und dafür habe ich Fragen vorbereitet aus dem Themenfeld Politik. Politik, okay, alles klar. Wie wir eben schon gehört haben, bitte Mirko, einmal du auf deinen Buzzer. Okay. So. Das ist Mirkos Buzzer. Ja. Und meiner ist du. Genau. So. Das ist geil. Ich werde jetzt eine Frage stellen an euch und jeder, der zuerst gebuzzert hat, darf die Frage dann beantworten. Ich habe eine Rückfrage. Ja. Das sind alles Fragen, die man beantworten muss oder sind das auch teilweise Schätzfragen? Es sind eigentlich alle beantwortbar direkt. Also okay, also keine Schätzfragen, sondern genau. Zack, pum. Okay. Hintergrund ist, beispielsweise, wenn Mirko zuerst buzzert und er gibt die richtige Antwort, Punkt für Mirko, gibt er die falsche Antwort. Punkt für Sashi? Richtig. Mann, das hast du sogar du verstanden. Genau. Also verschärfte Regeln. Okay. Los geht's. Andersrum aber nicht, oder? Egal, komm, okay. Hau rein. Also, fertig. Welche britische Chemikerin wurde Premierministerin in England? Es gibt doch nur eine, oder? Maggie Thatcher. Richtig. Und zwar von 1979 bis 1990 war Margaret Thatcher, war Premierministerin in England. Ah, okay. Ich merke, wie du denkst. Wie wurde sie auch genannt? Die eiserne Lady. Richtig. Gibt aber keinen Extrapunkt. Ah, schade. Die hat ja auch die eine Firma da gegründet, die dann jetzt Essen macht. Die dagegen... Paar zu Knorr, Maggie. Oh Gott, ist der Flach. Aber richtig. Zweite Frage. Ja. Politik, wir sind immer noch bei Politik. Wie nennt man das Recht auf Freiheit vor Strafverfolgung? Unsere Bundestagsabgeordnete. Also ja, Immunität. Die Immunität, genau, das ist richtig. Du machst mir Angst. Ist die Freistellung von strafrechtlicher Verfolgung. Das Was hat denn das mit Politik zu tun? Weil die Bundestagsabgeordneten immun sind, also Immunität haben. Immunität genießen während ihrer Amtszeit, ganz genau. Die kann man aber auch aufheben. Ich hoffe, ich bin immun gegen deine Fragen. Okay, weiter geht's. Ja. Okay, warte, 2-0 steht es jetzt, ne? 2-0. Okay. Boah, der zieht mich ab, das ist scheiße. Wie lange dauert die Amtszeit des Bundespräsidenten in Deutschland? 5 Jahre! Das ist korrekt. Yeah. 2-1, 5 Jahre, wobei eine Wiederwahl nur einmal möglich ist. Das hätte ich auch sagen können. Ja. Fast wie in den USA, nur da sind es 4 Jahre. Genau. Also mit dem Präsidenten. Ja. Gut, 2-1 für Mirko noch. Wer war der letzte Präsident der Sowjetunion? Michail Gorbatschow eigentlich, aber... Nee, stimmt, ist richtig, ist korrekt. Yeah, das sind doch mal Ausreden, der wollte es gar nicht sagen. Der wollte was anderes sagen. Es gab ja dann diesen Putsch und dann war mal ganz kurz Jelzin, aber es war dann wieder rückgängig. Richtig, Gorbatschow. Das ist Beschiss. Michail Gorbatschow ist die korrekte Antwort und zwar von 1990 bis 91 bis zum besagten Putsch. Genau. Und der hat gesagt... Michael Gorbatschow eigentlich, aber ich sage etwas anderes. Also ist doch so ein Schiss. Schon Gorbatschow, aber dazwischen war mal ganz kurz dieser Putsch. Und dann, jetzt 3-1 für Mirko. Gleich nicht durch. Warte mal ganz kurz, das Schiedsgericht tagt. Wer ist für 3-1 für Mirko? Ja, beschlossen. Komm, mach hin. Okay. Welche Zeitschrift blamierte sich mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern? Ja, aber du hast erst gedrückt. Sascha, sag's. Ich wollte eigentlich Spichel sagen. Jetzt sage ich Stern. Der Stern ist korrekt. 1983 veröffentlichte er die gefälschten Hitler-Tagebücher von Konrad Kujau. Ja. Mr. Wissen to go weiß viel, aber clever ist er nicht. Stimmt. Immer noch 3-2 für Mirko. Okay. 3-2 für Mirko. Wir machen übrigens Best of Seven. Achso, Best of Seven. Also jetzt, wenn er jetzt, dann ist er durch. Das war eben schon Matchball. Das war eben schon Matchball. Einen hast du abgewehrt. Was ist der 2+4-Vertrag? Das ist der Vertrag, der also quasi zur Wiedervereinigung geschlossen wurde. Und es war ja wichtig. Das war so Merkel festgelegt. Hat gewonnen. Nach der Gründung der Bundesrepublik in der DDR hat man gesagt, naja gut, also wenn irgendwann mal eine Wiedervereinigung kommt und dann müssen die Alliierten nach dem Krieg gewonnen haben. Und deswegen 2-4, weil die BRD und die DDR unterschrieben hat und die 4 Besatzungsmächte. Genau. Also steht jetzt 4-2, ich kann gar nicht mehr aufholen. Du könntest doch versuchen, deinen Ehrenpunkt zu bekommen. Deinen Ehrenpunkt, ja. Also aktuell Mirko hat gewonnen. Das ist eine geschichtliche Frage, oder? Nee, jetzt kommt noch einmal Politik. Die letzte Frage hat 3 Punkte als Belohnung, oder? Komm, mach hin. Was heißt das Wort
Demokratie wörtlich übersetzt? Ja, Mirko? Das stimmt, das ist wahrscheinlich nicht Herrschaft des Volkes. Aber sowas von, Mirko. Oh, okay, ich habe eher geraten. Ja, das ist dann 5-2, würde ich sagen, Sascha. Ne? Das hätte ich ja auch alles gewusst. Ja, natürlich. Wenn ich ein bisschen Zeit gehabt hätte. Das Wasser war kaputt wahrscheinlich. Du bist auch, ja gut, ich meine, die hat ja auch, was hast du studiert? Geschichte. Ja, und dann ist man Politik gut. Ja. Du hast irgendwann mal erzählt, du willst Politiker werden und so ein Kram? Ja. Ne? Also wolltest du mal... Da waren ja auch ein paar geschichtliche Fragen eher dabei, muss ich sagen. Ja. Also, siehst du. Also, und außerdem bin ich beschissen worden mit Michael Gorbatschow. Das war so. Also wirklich beschiss. Weil ich habe nämlich gedacht, na, Michael Gorbatschow, das ist er nicht gewesen, weil ja, danach weil der, war. Ja, genau. Gesagt, wenn ich gesagt hätte, hättest du erst mal abgewartet. Erzähl mir doch keinen Scheiß, ehrlich. Ist doch beschiss von vorne bis hinten. Wir schauen einfach, was beim nächsten Mal passiert. Ja, ich sag Cheerio, Miss Sophie. Das war Mr. Wissen to Go und Choki Banoki und wir haben uns duelliert. Als nächstes Mal hau ich dich durch die Wand, das wirst du erleben. Gespannt, okay. Ich bin gespannt. Cheerio, Miss Sophie.